Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zu GamesMans Live. Diesmal mit Alien Isolation. Endlich jetzt erschienen. Mann, habe ich mich drauf gefreut. Bei mir liegt das Spiel jetzt schon fast eine ganze Woche rum. Und ich bin dazu jetzt die Woche überhaupt nicht gekommen. Auch dann irgendwie keine Lust gehabt und viel zu tun und so weiter und so fort. Aber ich dachte mir, Wochenende, jetzt muss ich doch endlich mal anfangen zu spielen. Vor allen Dingen nachts oder abends zumindest, dass es dort dunkel draußen ist. Denn, ja, man möchte auch die entsprechende Atmosphäre dort ein bisschen haben und soweit genießen. Und ich glaube, so, wenn man das tagsüber spielt, dann kommt das wahrscheinlich alles gar nicht so rüber. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten das Spiel. Headtracking mache ich jetzt hier mal aus, obwohl es eine nette Sache ist. Hier Geräuscherfassung, das ist eine coole Geschichte, habe ich mir sagen lassen. Und zwar, wenn man jetzt, steht das auch dort, wenn jetzt Geräusche generell jetzt hier in einem Raum passieren, das Handy zum Beispiel anfängt zu klingeln, und wir sind jetzt gerade im Spiel drin und verstecken uns irgendwie im Schrank oder so, dann kann das Alien dort auch das Ganze hören und kann es entdecken. Lasse ich jetzt einfach mal an, obwohl das ja eigentlich dumm ist, denn ich darf ja dann insofern nicht reden, ja, wenn ich spiele. Aber gucken wir mal, lassen wir jetzt einfach erstmal an, das Ganze. Und ich habe mir auch sagen lassen, man soll es auf schwer auf jeden Fall spielen. Steht auch unten das empfohlene Spielerlebnis. Das mache ich jetzt auch. Und dann geht's los. Oder auch noch nicht. Ja, komm hier, das passt soweit. Schauen wir uns, glaube ich, jetzt erstmal das Intro an. Und ich bin insofern erstmal ruhig. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff, die Anisidora, hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen.
Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Und damit befinden wir uns jetzt hier im Spiel als Amanda Ripley auf der Suche nach unserer Mutter. Und ich muss sagen, ich finde, dass das CGI-Video gerade, die Cutscene, ist nicht unbedingt so einer der besten ist. Also da hätte man sich vielleicht nochmal ein bisschen... Aber ich finde diese Aufmachung generell schon sehr geil, weil man natürlich jetzt hier nicht hochmodernste Technik hat und... das Ganze natürlich auf den ersten Alien-Film basiert und auch die entsprechende hochmodernisierte Technik, die man jetzt damals wenn man sich das damals vorgestellt hatte, deswegen auch jetzt hier im Menü war das, genau hier zum Beispiel, da sieht man hier unten auch die Streifen wie bei einem VHS-Video, das Ganze. Ja, wir sollen uns hier anmelden, das tun wir jetzt nochmal. Erkunden Sie die Torrens. So, wir sind auf der Torrens und sind gerade aus unserer Schlafkapsel erwacht. Sieht doch schon mal sehr hübsch aus. Kleines Vögelchen hier. Ziehen Sie sich an. Ja, halb nackt hier. Da hat jemand seine Badelatschen vergessen. Hier bin ich, glaube ich, ausgestiegen. Wieso habe ich keine Badelatschen? Ach, da sind meine Badelatschen, aber die kann ich benutzen. Ordnung muss sein. Haben wir hier noch was anderes? Ein kleiner Sumo-Ringer. Ah, Suche. Gegenstand aufnehmen, alles aufnehmen. Ah, können wir schon Gegenstände hier nehmen? Hier so, alles natürlich. Nehmen wir alles mit. Haben wir hier noch, da kommen wir nicht dran. Da ist nichts. So. Gut, dann gehen wir hier los und... Ah, es werde Licht. Jetzt mal hier die Tür links rein. Müssen uns hier anziehen. Da ist eine Storage. Uns wird ja sicherlich hoffentlich noch nicht am Anfang jetzt hier das Alien begegnen. Das ist alles ziemlich ruhig. Ich spiele jetzt hier auch über Kopfhörer. Wie man es sicherlich auch machen sollte. Ist das jetzt hier? Eine Dusche? Ah, jo. Ja. Oh, Sol mio. Lassen wir es mal lieber. Und hier rutsche ich. Na. So. Da haben wir noch hier. Ach, hier anziehen. Und zack. Sind wir angezogen. Oh, wer hat dann... Ne? Ein schönes Magazin. Komm, wir nehmen jetzt hier erstmal alles mit. Was auch immer das ist, Komponent B, keine Ahnung. Aber das wird uns sicherlich irgendwann nochmal zum... Was haben wir hier? Emergency. Ach so, ja. Ist ja insofern so, dass wir hier kein automatisches Speichersystem haben, sondern müssen manuell speichern. Auf das Terminal zugreifen.
Gucken, was uns jetzt hier erwartet. Privates Terminal, knapp verpasst. Verlaine, suchen Sie noch einen Navigationsoffizier? Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen, seine Papiere sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte, die Megacorps haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. Die kleineren Firmen kommen immer schwerer an Verträge und ich überlege selber aufzuhören, solange ich noch was verkaufen kann. Die selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen zur Sevastopol. So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Valent Yutani ordentlich. Ups, nein, das wollte ich auch gar nicht. Oh, und hier stehen geblieben. Da. Viel Glück jedenfalls, wenn man sie nicht schlagen kann, was? Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Blaine. Ja, wenn wir noch zurückkommen. So, schauen wir mal nach. Was war jetzt hier unsere Aufgabe? Ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Okay. Tauchanzüge? Na gut, das sind wahrscheinlich eher Raumanzüge. Wir sollten eigentlich sitzen, laut dem Bild dort. Okay. Gucke ich jetzt mich erstmal hier vielleicht ein bisschen um. Das sieht doch schon aber wirklich echt hübsch aus. Was ist? Hier kommen wir nicht durch. Gucken wir jetzt mal kurz auf die Karte, was wir jetzt hier eigentlich haben. So, da sprechen sie mit Taylor, mit Samuels. Okay, da kann ich da lang gehen und da. Das heißt, wir kommen so oder so, gehen wir einfach vorne links durch. Kann ich schneller laufen? Jetzt hier gerade noch nicht, ne? Nee. Okay. Ah, das ist Samuels. Wie es scheint, ein Androide. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Anastrom. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Kuperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. So, habe ich gesprochen. Das Bett haben wir eingefahren. Müssen wir auch gucken hier, ne, wenn er das jetzt hier nicht gebacken kriegt. So, was steht denn hier eigentlich? Torrens C04. Scheint hier, ich meine, ich kenne mich mit Schriftzeichen nicht aus, entweder japanisch oder von den Chinesen erstellt worden zu sein. So, mal kurz auf die Karte. Okay, jetzt hier links. Vielleicht haben wir hier noch was Interessantes, was wir mitgehen lassen können. Was uns vielleicht später noch behilflich sein könnte. Können wir hier hoch? Nein. Okay. So, dann... Oh, hab ich mich sehr schocken. Ich könnte es ein bisschen lauter machen. Das ist noch ein bisschen zu leise. Meinen Kopfhörern. So. Rechts vor links. So, kommt keiner. Also, los. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen jetzt bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Valent Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich mit den Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ja, wie wir gerade gesehen haben, auf dem Terminal, wir sind dritter Offizier. Alle oh. Ja? An Sevastopol. Jetzt sind wir dran. Begeben sich für die Einsatzbesprechung zurück. Oh, jetzt geht's langsam los hier anscheinend. Einfach mal hinterherlaufen. Ah, okay. Oh, das ist ja ein schöner Ausblick.
hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Okay, ich weiß jetzt nicht, wieso das jetzt gerade hier irgendwie so am Ruckeln war. Oder so kurz gehakt hat, keine Ahnung. Aber jetzt scheint wieder alles in Ordnung. Einsatzsuche nehmen, machen wir doch gerne. Ah, Zwischensequenz, das heißt, Ruhe erstmal wieder. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Marshall? Torrens hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Okay. Also Taylor wirkt als Charakter, so wie bisher gezeichnet, irgendwie schon so, als wenn die nicht lange macht. Aber schauen wir mal. Ja, ich finde schade, dass es besser ausschaut, als dass man sich da nicht noch ein bisschen mehr Geld reingesteckt hat. Schauen wir mal. Bis dato jetzt eigentlich sehr... Ja, wie soll man sagen? Vorhersehbar, genau. Gucken wir mal, was uns jetzt hier erwartet und wann wir unsere erste Begegnung mit dem Alien haben werden. Ich meine, dass wir ja das Alien irgendwann begegnen, das ist ja klar.
Okay. Ziemlich dunkel hier. Ah, es wird heller. Oh, okay. Nett gemacht. Sehr, sehr eingeschränkte Sicht jetzt hier. Umziehen, komm. Legen wir mal unseren Raumanzug ab. Und dann schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Auf der Torrens war das gewesen, ne? Hallo? Ist da jemand? Wie wär's mit ein bisschen Licht? Ist mir schon nicht sehr geheuer. An Registrierungsbildern können Sie manuell speichern. Sie werden vor Feinden in der Nähe gewarnt. Okay. Das kann ja noch lustig werden. Gerade weil das Speichern, das geht ja nicht sofort. Der muss noch erst ein bisschen geladen werden. Was haben wir hier? Können wir hier was aufnehmen? Schrott einsammeln, ja. Schrott kann man doch immer gut gebrauchen. Hier kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Was sagt denn unsere Karte? Okay. Bitte. Oh. Verdammt. Oh. Warnung. Sevastopol-Stabilität gefährdet. Gehen Sie zum nächsten Marshall-Checkpoint und warten Sie die Neuausrichtung der Orbitalstabilisatoren ab. Jetzt mal auf Deutsch. Da kann man, oder? Ich schau mal, wo mich das jetzt hinführt, aber das müsste ja eigentlich wieder. Ja. Ich geh extra vorsichtig, weil ich. Wow! Ach, meine Güte, das war ja irgendwie abzuwarten. Beziehungsweise, warum erschrecke ich mich wegen einer Explosion von einer Gasleitung? Na, da müssen wir wahrscheinlich durch. Rot ist eigentlich nie gut, aber wir müssen, glaube ich, hier lang. Wie kann ich denn jetzt hier? Ach so, ah gut. Space Flight Control. Da ist das Grüne, ist ein Terminal. Kann man drauf zugreifen? Ordner fehlerhaft. Okay, da können wir nicht drauf zugreifen. An Maschinenraum. Antwort auf Stilllegung. Also, Jungs und Mädels, Sie haben sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell. Sevastopol wird stillgelegt. Ich werde mit jedem Einzelnen über den jeweiligen Vertrag der neuen und neuen Positionierung sprechen. Aber bis dahin haben wir einen neuen Job zu machen. Wir werden Überstunden nehmen.
gibt. Ich weise darauf hin, dass die Schilderung keine Selbstbedienung bedeutet. Es wird über alles Buch geführt und wer lange Finger bekommt, den eskortiere ich persönlich zu Marshall Waits. Der Chief. Wahrscheinlich aber nicht der Master Chief. Ich gehe aber sehr stark davon aus, ich glaube, da würde das nicht unbedingt auffallen, wenn jemand wirklich was mitnimmt, denn bei so einem großen Raumschiff da wirklich alles über alles Buch zu führen, ich weiß nicht. So, einen Sensor schnappen wir uns jetzt hier noch mit. Und gucken wir mal, wann wir hier mal ein bisschen Ausrüstung bekommen. Wenn ich hier rüber gehe, da passiert doch hier bestimmt unten irgendwie wieder was. Wow. Es war ja so klar eigentlich. Verflucht nochmal. Ah, eine Leuchtfackel, okay. Das wird helfen. Halten zum Öffnen des Inventarsrats und so, okay. Wie war das jetzt? Achso. Na, muss ich aber echt sagen, also allzu viel hilft das ja auch nicht. Aber echt schöne Licht- und Schatteneffekte, muss ich euch sagen. Selten so gut gesehen. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier unten durch, oder? So, da sehe ich hinten schon, da hat jemand das an der Wand gekritzelt. Sowas ist nie gut. You always know working, Joe. Someone new. Ah. Nicht schick. Hier ist, glaube ich, keep moving. We... Oh, schon... Was war das? Fast gehört. Oh, ich will hier nicht hoch. Aber wenigstens Licht. Impfpistole, okay. Radio aus, Radio an. Noch ein Sensor. Ist das die Kommandozentrale? Ist da wer? Ich glaube, ich mach doch mal lieber aus. Damit ich auch wirklich höre, wenn was. Boah, ist das still. Das gefällt mir nicht. Das war nicht so. Okay. Was steht da? Forgotten? Ja, ich glaube, die Besatzung, da ist nicht mehr viel übrig. Durch Nutzung dieses Terminals wird die Karte mit unerforschten Gebieten aktualisiert. Okay. Das heißt, wir befinden uns dort und da kommen wir her. Und wir müssen in den Passagierbereich. So kann ich jetzt. Wie kann ich jetzt hier zoomen? Da vorne muss ich wahrscheinlich noch irgendwas aktivieren. Ich muss hier, glaube ich, hier noch weiter. Ah, okay. Ja, jetzt fängst du sie dann zurückholen. Anscheinend ist das immer, wenn er versucht, wahrscheinlich was zu laden. Guck
gucke ich erst, was ich habe. Soll ich erst speichern oder soll ich erst... Ich glaube, ich speichere erstmal lieber. Man weiß ja nie, was passiert. So, und jetzt drücke ich den Knopf. Ah, nochmal. Es wäre Licht, oder? Ich hab was gehört. Hä? War das auch nur ein Staubkern? Ich dachte gerade, da unten würde sich was... Jetzt greifen wir aufs Terminal nochmal zu. So, privat. Langley, falls Sie unsere Sachen suchen, ich habe sie woanders hingebracht. Sie haben alles offen liegen lassen. Da hätte zu kommen. Ich habe alles in einem der 340. Keine Panik, niemand geht mehr runter zum Terminal, nicht nach dem Vorfall. Wir haben außerdem keine Medizin mehr und das Wasser wird knapp. Holen Sie Nachschub, Sie sind an der Reihe. Vielleicht lernen Sie dann in Zukunft besser aufzupassen. Anna. 0340, ich weiß nicht, ob das hier irgendwo gespeichert wird, aber ich versuche es mir zu merken. 0340. Audio. Harris, Turner, kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab. Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Wait, Ende. Okay, in den Maschinenraum also. Stellen Sie den Strom zum Abflug wieder her. Oh? Okay. Das waren jetzt aber Menschen. Die sind vor Rand. Nicht, dass ich jetzt hier rechts rein muss. So, ich speichere jetzt am liebsten nochmal. Und weiß ja nie. So. Wo ist denn eigentlich mein... Suchen Sie im Raumfahrtterminal nach Hilfe. Gehen Sie weiter durch Simmons und suchen Sie Hilfe. Okay, das ist jetzt mein Ziel. Rein theoretisch wäre es natürlich dann sinnvoll, wenn ich dann quasi eigentlich da... mal hier lang. Nein. Apollo. Oh, Medikit. Bauplan eingesetzt. Öffnen Sie das Menürad. Drücken zum Bauen LB. Okay. Ach du lieber Gott, das sieht so kompliziert aus. Wie was? Achso, das sind die Komponenten, die ich habe links. Und da sieht man dann durch, was ich für Komponenten brauche. Wie viele? Was muss ich jetzt machen? Komponente festlegen? Okay, zum Basteln. Gerät gebastelt. Gut, dann haben wir uns zumindest schon mal ein Medikit gebastelt. Das heißt, sie legen Medikits wahrscheinlich auch nicht einfach so rum, sondern wir müssen uns die immer dann zusammenbasteln. Und dass wir das jetzt rausgefunden haben, das bedeutet doch sicherlich, dass wir gleich irgendwie Schaden nehmen können. Was zur Hölle ist hier passiert? RIP. Nichts Gutes auf jeden Fall. Sing Sang. War das ein Vogel? Thank you.
Ionenschneider brauche ich. Na super. Das ist eine schöne Aussicht auf den Planeten da vorne. Ah, Geschenkschaft haben wir da hinten. Cocktailbar. Ja, ich würde sagen, wir gehen nach rechts. Aber das war wohl nichts. Kommen wir hier nicht weiter? Hier ist ja auch verschlossen. Da brauchen wir auch den Ionenschneider für. Und hier kommen wir unten wahrscheinlich auch nicht lang. Oder kommen wir hier? Ach komm, hier normalerweise, da müsste man doch hier drüber kommen. Aber das ist natürlich wieder Videospiellogik. Müssen wir wieder komplett zurück, oder? Ach nee, ich könnte ja noch die Treppe hoch. Stimmt. Ganz vergessen. Unten links ist das meine Lebensanzeige. Da frage ich mich eigentlich, warum ich eigentlich. Aber gut, wahrscheinlich noch vom Anfang, wo wir hier gelandet sind. Oh, ein Fernglas. Was zur Hölle? Ist die Frage, wer jetzt überhaupt die Schotten dicht macht. Scheiße. Ich bin nicht da, ich verstecke mich hier einfach. Fuck. Warum ist denn das Licht hier ausgegangen? Machen. Oh. Ethanol. Nimm ich mal mit. Und nun? Da kommen wir doch sicherlich nicht durch. Oder vielleicht doch? Hinten leuchtet doch. Warum sind hier diese... Das war ich, ne? So, jetzt kommen wir hier auf der Seite durch, wo wir gerade nicht lang konnten. Die Tür ist kaputt, natürlich. Würde ich aber gerne reingehen. Leuchtfackel nochmal. Ich glaube, die spannen wir uns aber auch mal auf. Und weiß ja nie. Okay. Ja, Licht wieder einschalten, das ist gut. Wir brauchen alle drei Anläufe, oder wie? Das obligatorische dreimal halten zum Aktivieren? Nein. Ich. Super. Fernsehen funktioniert hier nicht. Also finde ich aber nett, dass es solche Kleinigkeiten hier gibt, dass man wirklich sehen kann, dass hier quasi Schutz über solche Displays oder was ist. Nett, nett. Echt viel Liebe zu dem Titel. Wow. Das kam aus der Tür hier. Ich will hier nicht rein. Was?
ist ein Aschenbecher? Den Stecker ziehen. Zoe, es tut mir leid, aber Sie müssen nächste Woche nicht kommen. Wie Sie wissen, steckt der Laden seit einiger Zeit schon in Schwierigkeiten und ich konnte die Schulter nicht mehr länger hinhalten. Niemand kommt mehr nach Sevastopol. Wir sind nicht alleine, scheinbar schreibt die ganze Station rote Zahlen und jetzt wird uns der Hahn zugedreht. Ich verkaufe alles zum Schrottpreis. Einer der Ingenieure sagte, man würde es bald offiziell verkünden. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie sich hier nicht an einen anderen Job erhoffen. Sevastopol ist am Ende. Harper. An alle Mitarbeiter des Raumfahrtterminals im Interesse der öffentlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Panik müssen mögliche Passagiere darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Abflüge von Sevastopol gestrichen wurden. Die Colonial Marshals untersuchen Probleme auf der Station und werden alle auf den Laufenden halten aus dem Büro von Marshall Waits. Was ist Apollo? Apollo ist die zentrale KI, der die Sixen Heavy-Androiden auf Sevastopol überwacht und ihnen beraten beisteht. Außerdem überwacht sie die stationsweite Kommunikation, wo immer sie auch sind. Sie sind in guten Händen. Ja, sehr witzig. Wahrscheinlich eher nicht. Er ist auch sehr übel, ne? Also, wenn man sich mal in die Zukunft denkt, wenn wir wirklich so Raumstationen und so weiter gibt und, dass man da einfach, ja, ich meine, da wird dann einfach gesagt, da, es gibt keine Flüge mehr und dann bist du dann erstmal so, steckst du da fest. Da bist du dir sowas. Ich weiß nicht, so Weltraumreisen, das wäre glaube ich nichts so wirklich für mich. Auch wenn es irgendwie sehr interessant ist. Ah, was? Schrott einsammeln? Abspielen. Fragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausreichend und nur nach wurden er und sein der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Das ist irgendwie ein Videospiel, was da läuft. Der Raum sieht auch exakt so aus wie der andere. Komm ich hier? Hä? Ach so, hier bin ich. Total verwirrt hier. Ah, jetzt kann ich rennen. Okay, also gab es hier keinen. Das war einfach nur. Okay. Ich sollte sicherlich nicht rennen. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen, anhand, dass wir jetzt den Strom wiederhergestellt haben. Da waren wir. Geht das Terminal jetzt? Aber das, da war ja generell nichts. Genau. Sollen wir uns jetzt schon unsere Lebensenergie herstellen? Ich weiß nicht. Ich spare mir das lieber alles nochmal auf. Ist ja über die Hälfte, insofern, das reicht ja dann. Ich bin immer versucht zu rennen. Aber da geht das Feeling doch ein bisschen so weg. Ah, warte mal, jetzt müssten wir eigentlich hier durch können. Oder irgendeine Tür war doch, die könnten wir erst aufmachen, wenn Strom wieder da ist. Okay, hier war der Ionenschneider, okay. Ja, ja. Dann war das auf der anderen Seite. Komm. Oh, wie das halt. So. Das war doch hier. Irgendwo war doch eine Tür gewesen, die brauchte Strom, damit wir sie aufmachen konnten. War das jetzt die hier? Oh, die ist ja noch auf Rot. Ne, das war die da vorne eigentlich. Versteht hier? So. Kann man hier eigentlich. Ah, da. Schneidepunkt. Ja, gut. Schneidepunkt, das bringt uns ja nichts. Wenn wir ja nicht schneiden können. Würde ich mal sagen. Stockwerk. Aha. Aber hier ist auch nichts eingezeichnet. Hm. Ich brauche doch bestimmt diesen Ionenschneider.
Gehe ich von aus. Ich weiß nicht, ob ich wieder komplett zurück soll jetzt hier, aber ich wüsste jetzt auch nicht. Sonst haben wir ja nichts dort. Da vorne, die Tür, die geht eh nicht auf. Ich versuche jetzt einfach mal, ich gehe jetzt einfach mal zurück. Und schauen wir mal, da war jetzt dann noch ein Weg, wo wir jetzt vorher noch nicht lang gelaufen sind. So, und zwar hier unten nämlich. Ist das ein Aktenkoffer? Okay. Das ist aber ein echt ein riesiges Schiff, ne? Okay, was habe ich denn jetzt hier alles eingesammelt? Also hier war dann doch nicht richtig. Merkwürdig. Ich habe irgendwo was übersehen. Ah, jetzt kann ich auch mal rennen, denke ich mal. Da kommen wir ja nicht lang, das heißt aber wieder nach oben. Da kommen wir ja auch nicht durch. Obwohl ich mich persönlich da durchzwingen würde. Aber naja, wir sind ja nicht immer in der Ripley. Da unten geht's ja nicht, nee. Gucken wir nochmal hier, was der Karte nochmal. Irgendwas müssen wir doch übersehen haben. Weil hier ist doch nichts mehr. Ist hier irgendwo noch was? Kann man ja auch nichts betätigen. Haben wir vielleicht jetzt in dem Raum noch was übersehen? So, da ist noch eine Schüssel. Da ist aber kein Müsli drin. Den Schacht, den habe ich ja komplett übersehen. Ja, sieht ja gemütlich aus. Ich speichere lieber nochmal. Ja, überschreiben. So, dann gehen wir es mal ab in den Schacht. Mal den nochmal öffnen. So. Und was ist das hier so eng? Wo soll ich denn jetzt hier lang? Ach, da. Sehr einladend. Mama? Ja, da möchte ich doch jetzt ganz gerne. Oh, schnell wieder hier raus. Und wo bin ich jetzt? So, das ist
hier irgendwo die Tür. Okay. Hier fällt alles auseinander. Ah, dann müsst ihr hier mal wieder aufräumen. Wie? Ach so, okay. Wie von Geisterhand bewegt. Ja. Vor allem die. Naja. Ich beschwere mich nicht. Normalerweise hätte sie natürlich auch über diese eine Metallding da drüber klettern können. Das wäre natürlich. Meine Güte, wo kommen die ganzen Geräusche her? Das Ding, das bricht doch fast auseinander. Ja, hier kann ich natürlich durch, aber rüber kann ich hier nicht über diese Schienendinger. Ach so, das war hier irgendwie ein. Ah ne, ist nur für die Gepäckkoffer. Wow. Ich würde mich hier gerne unterm Bett verstecken, aber. Na super, und ich muss jetzt hier lang. Von wo ist der weggerannt? Die ganze Zeit versteckt. Was ist denn für Musik? Dachte schon, warum geht die Tür jetzt nicht auf? Hallo? Oh, eine Katze. Mietz. Wieder zum Strom anschalten hier. Wo? Da liegen nette Sachen. Komme ich aber noch nicht rein. Wartungsheber? Ach, was ich hier alles nicht benötige. Wo kommt das her? Ich gehe mal lieber hier weiter. Oh, ein langer, dunkler Gang. Oder? Und hier. Komme ich natürlich auch nicht rein. Wo ich den Ionenschneider. Muss ich ja erstmal wieder hier zurück wahrscheinlich. Muss da irgendwas Besonderes hier irgendwo liegen? So was
bedeutet jetzt eigentlich nochmal das? Ach, wollte ich gar nicht. Legende. Von Interesse. Das jetzt hier? Ja. Ist denn der Wartungsheber? Oder ich muss vielleicht doch noch... hier lang. Der liegt hier irgendwo. Wartungsheber. Brauche ich sogar noch einen Plasmaschneider. Huh? Ist gerade angegangen? Ist mir gerade nämlich gar nicht aufgefallen. Okay. Da kann ich auch, kann ich mich da durchzwängen oder so? Merkwürdig. Kann nicht sein, dass ich jetzt wieder zurück muss. Liegt hier wirklich nichts? Irgendwas, was ich gebrauchen kann? Oder ich muss... vielleicht habe ich jetzt... vielleicht gibt es ja noch einen Weg irgendwie an der Decke oder so. Ich habe ja gerade auch einfach mal was übersehen. Ja. So, da haben wir die Gepäckausgabe. Da haben wir, sind wir da... warum das einen Sinn ergeben würde, wenn wir jetzt einfach zurückgehen. Aber wir machen es jetzt einfach mal. Vielleicht hat sich ja da irgendwie aufgrund, dass ich jetzt hier was angemacht habe, ja noch was geändert hier vorne. Verdammtes Raumschiff. Ach du Scheiße. Liegen hier die Leichen rum. Das da vorne muss der Ausgang sein. Ja, einfacher gesagt als getan. Ich brauche erstmal diesen komischen Wartungsheber. Fuck the Marshals. Ja. Vielleicht finde ich den ja hier. Zumindest haben wir da vorne wenigstens mal ein paar Schränke, wo wir was rausholen können. Da können wir uns verstecken. Ja. So versteckt man sich. Einfach mal richtig schön die Tür aufreißen, schön laut. Damit es die Nachbarn auch noch hören. Was? So, da haben wir hier noch eine Speichereinheit. Sollte ich vielleicht auch mal wieder tun. Ich gucke jetzt erstmal, was hier vielleicht noch ist. Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Wartungsheber, ja. Wo haben wir ihn denn jetzt hier? Boah. Schon wieder hier am Laden. Das finde ich aber ein bisschen unschick gelöst. Ich meine, wenn es stimmt, so was ich meine, warum das, woran das liegt, dass das jetzt hier hakelt. Aufgrund, dass er irgendwie was am Laden ist.
Ich gehe erstmal hier lang. Oh, ein Puzzleball. Und Eisig. Schick, schick, was hat denn da? So. Bisschen Musik kann nicht schaden. Da muss ich ja wahrscheinlich jetzt durch. Ah, hier war doch bestimmt das Alien. Ich will eine Beschwerde einreichen. Bei der höchsten Instanz. Mein Name ist Zachary Watson. Watson. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Haben Sie verstanden? Meine Beschwerde ist das. Die Scheiß Marshalls. Sie sollten uns beschützen. Das ist Ihr Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Sie haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie, so um niemand rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Solche... Scheiße. Es ist kalt. Ich glaube, das Scheißteil funktioniert nicht mal. So, jetzt haben wir zumindest schon mal den Wartungsheber. Ich will das Gefühl nicht los, dass wir... Dass es nicht mal lange dauert, bis wir das Alien begegnen. Sammeln wir noch mal ein bisschen Schrott ein. Da vorne haben wir auch noch was. Für Person Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Da kam doch gerade wieder irgendwo ein Geräusch her. Selbst in Deutsch hier. So. Ganz ruhig. Okay, okay. Mein Name ist Ripley. Woher ist meine Strebe? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. Ivy. Die Axel getrennt. Helfen? Warum? Weil sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher
weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann. Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Sexton Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? Hier jetzt durch? Weil ich weiß ja noch, dass da vorne... Ich glaube, ich gehe nämlich jetzt erstmal... Ich weiß nicht. Ich will nicht lange hier rumhängen. Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leistungskupplung eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie auch... Ich will die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Wenn wir ihre ausgeschaltet haben, dann können wir endlich abbauen. Verdammte Scheiße. Ich höre überall Geräusche. Hier das Knallen und... Beeilen Sie sich einfach, okay? Ich will nämlich lieber erstmal... Warum geht das nicht? Bevor ich durchs Haupttor gehe, lieber erstmal gucken, was ich hier noch mitnehmen kann. Was ist das? Achso, okay. Das sind nur Knöpfe. So. Zumindest ein Schrott. Bindemittel. Noch was. Alles gewesen jetzt hier. Sehr schwach. Ansonsten, die sind ja eh versperrt. So, da bin ich wieder. Dieses Jahrhundert noch. Axel. Ich bin mal gespannt, was mich dahinter erwartet. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Der wird doch bestimmt gleich gefressen. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Geräusche sind meine Spezialität. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Ich hoffe, Ihr Schiff gibt es wirklich. Ja, ich hoffe, das gibt es auch noch, wenn es... Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Weiß. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Ja, langsam. Das ist ein Fahrstuhl. Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort! Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss... Platz. Sofort! Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Stecken geblieben oder ist er... Ah.
vor, als wenn es hier immer dunkler wird. Ja, geh du mal vor. Na los, Axel. Steht eigentlich hinten auf seinem Watatsumi. So, so. Hier. Irgendwo stimmt mehr. Halten Sie irgendwie, um sich zur Seite zu lehnen. Wir sollten uns nach dem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Das musste wahrscheinlich geschehen, aber es war deine Idee, nicht meine. Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Ja, ja. Wieder ab in die Schächte. Ich wäre gerne lieber wieder allein unterwegs. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich ziehe sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Hier lang. Natürlich nochmal abspeichern hier. So. Jetzt haben wir schon mal die Taschenlampe. Noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Ja, ist ja gut. Gucken wir erstmal, was hier so abgeht. Ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Ja, wo ist er denn? Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Ja, das Problem ist auch irgendwie so bei den Charakteren. Ich meine, gut, einerseits, dass die bei den Gesichtern natürlich diese Lippensynchronisation wieder nicht ist, aber das ist ja anhand der deutschen Synchronisation und der Art, wie man das Ganze so weit aufnimmt in der Produktion. Leider nicht zu ändern. Da finde ich auch ein bisschen, da wäre Motion Capturing schon irgendwie besser gewesen jetzt für, vor allen Dingen für die Gesichter. Das wird nochmal einiges mehr an Atmosphäre bringen. Vor allen Dingen, weil aufgrund, ich meine, die Grafik an sich und die Atmosphäre, Licht- und Schatteneffekte, das ist ja schon erste Sahne hier. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ruhe! Ich hab was gehört. Ja,
Schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Wir schaffen das. Schalten Sie die Taschenlampe aus. Folgen Sie mir. Ich geh mal einfach die andere Richtung lang. Mal gucken. Ach ne, das ist ja der Fahrstuhl einfach hier, ne? Okay. Fuck, Alter. Wo ist denn hier der General? Schalten Sie den Generator aus. Wow, 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 wow. Wo ist der Knopf hier von dem Generator? Alter Schwede. Das war knapp. Jetzt, wo muss ich jetzt hin? Gute Arbeit, Ripley. Hier lang. Folgen Sie mir. Seien wir besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Oh, eine Flasche. Und nochmal speichern. Gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Ja, komm. Das lesen wir uns jetzt nicht nochmal alles durch. Wir müssen ja schauen, dass wir unser Schiff jetzt mal kontaktieren. Er ist aus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und Sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Mal wieder was falsch geht. Beziehungsweise schief läuft, meine ich eher. Fertig. Auf drei. Eins, zwei, drei. Axel, hinter Ihnen. Ja, das war... Ja. Achso, ich soll ihn retten. Komm her! Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass dich los, verdammt! Du hast ihn mit dem falschen... So. Oh, Alter.
hier noch nie recht abknallen. Hauen wir ab. Die anderen sind unterwegs. Wir müssen los. Jetzt. Hey, ihr Sackgesichter. Schnell. Er schießt sie. Scheiße. Ich glaube, er ist tot. Wir haben ihn umgebracht. Sehr viel Aufmerksamkeit. Er mich töten wollte. Er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? So, jetzt war ich kurz abgelenkt. Also zumindest haben wir da jetzt schon mal die erste Begegnung indirekt gehabt. Also ein bisschen in der Zwischensequenz. Dem Ende so ist. Da. Kam ich her. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich hier lang. Okay. Oh, schnell hier lang. Hier ist doch grün, warum geht es nicht auf? Oh, fuck. Scheiße. Alter. Komm doch, blöder Transit. Fuck. Alter, wie langsam. Was ist denn hier? Sag mal, kommt das Ding überhaupt hier an? Scheiße, es wird immer lauter hier. Warum? Verdammt nochmal. Scheiße. Geh zu. Wow. Ach, meine Güte, ich dachte jetzt schon. Ja, willkommen auf Sevastopol. Erfolg freigeschaltet. Die Ladezeiten sind damals gerade ein bisschen lange. Gucken, ob sich das lohnt. So, Ziel aktualisiert. Finden Sie einen Aufzug zu Sexton Communications. Zumindest müssen wir auf jeden Fall jetzt einen Abstand zum Alien auf jeden Fall schon mal haben. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Was ist das? Neuverkabelung?
Neuverkabelung. Nutzen Sie Neuverkabelung, um Systeme im umliegenden Bereich ein- und auszuschalten. Systeme teilen sich eine begrenzte Stromversorgung. Systeme auszuschalten stellt den Strom zur Verfügung, um andere einzuschalten. Erst zum Einsehen der Karte auf der rechten Seite, auf der die Position von örtlichen Systemen angezeigt wird, beginnt sich in die neuen Bereiche. Starten Sie Ablenkungsmanöver und exportieren Sie mit Server Supports System, um Ihnen zu Ihrem Ziel zu verhelfen. Wieso weist uns der auf Ablenkungsmanöver? Also ganz verstehe ich das jetzt hier gerade nicht. Raum wechseln? Lautsprechersystem. Stromreserven 1. Instabiles System, Lautsprechersystem. Okay. Ich denke mal, der Lautsprecher wird mir auch nicht unbedingt viel bringen. Weshalb ich einfach. Na, mal schauen. Verstecken will ich mich gerade nicht. So. Transit zum Maschinenraumplattform. Solomons Habitat. Raumfahrtterminal. Zu Sixman Communications. Die Frage ist, wo ist das? Bringt's mir ja nicht, wenn ich jetzt ein Dings rufe. Workplace Solutions. Okay, da komme ich nicht rein. Sicherheitszugangsgenerator. Ja. Was ist das für ein Geräusch? Ja, verstecken will ich mich nicht. Ich denke immer, dass man dort... Okay. So, dann gehen wir einfach mal hier vorne lang. Da können wir speichern, was eigentlich sehr gut ist. Ach, hier haben wir wieder Kartenaktualisierung, okay. Schauen wir mal nach. Ja, gut. Allzu viel Neues sehe ich jetzt da gerade erstmal nicht. Gehen wir jetzt hier mal durch und dann da vorne und gucken wir erstmal nochmal hier, ob wir hier noch irgendwie was haben. Ist das da? Dafür brauchen wir den Plasmaschneider. Den haben wir genauso wenig wie den Ionenschneider. So, Lorenz Systec Lobby. Da sind keine Waffen erlaubt, da haben wir eh keine. Da kommen wir nicht rein, da brauchen wir auch Waffen. Dann ist einfach nur verschlossen. Gehen wir also jetzt erstmal. Okay. Nehmen Sie den Aufzug zu Sixten Communications. Okay. Da sind uns wahrscheinlich keine sehr. Ich lieber mal. Durch den Schacht, würde ich sagen. Hä? Ach, ich kann nur hier lang. Super. Ich dachte, ich hätte einen Vorteil dadurch. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach man. Ach, das Blöde mit dem Laden. Na, dann.
nicht hier durchschleichen. Da kommen wir nicht drum weg. Ich dachte nämlich, da könnte man... Was? Wieso hat die mich jetzt schon gesehen? Alter, wo sind die? Könnte ja zwar zur Ablenkung, aber ich höre jetzt gerade nichts mehr. Sind die jetzt... Ist die weggerannt, die Olle? Oder ist sie noch da hinten? Rein theoretisch müsste die ja da vorne sein. Irgendwas oder irgendwer liegt da vorne. Ist die abgehauen oder? Ich gehe einfach mal hoch. Scheint so. Ich bleibe aber trotzdem mal lieber unten. So. Bindemittelschrott mitnehmen. Revolvermunition, okay. Die Ausweiskarte, ja. Dann. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen, Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegsen ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt, sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen. Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Okay. Wow. Okay, die ist da hinten, die dann ist. Könnte sie sich aber auch denken, dass wir... Wie, die konnte das, können das noch gar nicht sehen. Verdammt. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt hier rede, weil ich habe ja diese Geräuscherkennung angemacht. Da drüben. Ich habe was gesehen. Etwas hat sich bewegt. Da drüben. Super. Alter! Da hatte ich jetzt keine Chance. Ich glaube, auch wenn die jetzt sagen, da hat sich was bewegt, schau mal eben kurz, wählen Sie einen zu landen, trotzdem das jetzt über das Mikro ging, weil ich was gesagt habe. Deswegen werde ich jetzt auch ein bisschen leise sein, am besten. Oh Mann, und ich bin jetzt hier... Bin ich jetzt hier richtig? Oder... Ach stimmt, das war ja hier gewesen. Leute, hier drüben! Hier ist jemand! Inventar voll? Ach du lieber Gott. Aber schnell. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen. Claire einsammeln.
sammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Ein Zugangsgenerator. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der Baseball ist komisch. Er hat etwas in seinem Mantel versteckt, sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen. Wir werden bald schlafen. Das da drüben nicht machen sollen. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind. Das fühlt sich einfach so falsch an. Hey, was war das? Ich bilde mir das nur ein. Unglaublich, die haben ihn einfach erschossen. Hier ist alles so schnell außer Kontrolle geraten. So, ich hoffe, ich kann jetzt wieder was sagen, ohne dass mich jemand hier hört, von denen. Bin jetzt extra still gewesen. Hübsch, hübsch, die Aussicht hier, aber... Hey, ich glaube, sie ist nach unten. Na los! Ich gehe da nicht runter, kommt nicht in Frage. Sie hat einen Hacker. Das hat nicht funktioniert. Wir finden einen anderen Weg nach oben. Wir sind schon zu lange hier. So, ich glaube, ich mache es einfach am besten mal so, dass ich hier die Geräuscherfassung einfach ausstelle. Dann ist das wahrscheinlich auch ein bisschen so ein bisschen einfacher. So. Wow. Was war das? Schnell rein.
War das Alien da vorne, oder? Die Lüftungsschächte sind auch nicht gesehen. Kann ich wieder speichern, Gott sei Dank. So, schauen wir mal hier. Okay. So, jetzt muss ich jetzt aber speichern hier. Mal wieder. Mein Gott, ey. Schocken. Gerät unzureichend. Gerät unzureichend? Aha. Sieht wahrscheinlich noch eins höher. Oder eventuell. Eventuell auch hier durch. Ist ja gar nichts. Ach, wo muss ich denn jetzt hin? Eigentlich da vorne irgendwo. Aber da vorne war was von Interesse, ne? Da irgendwo. Moment. Was ist das? Aber da komme ich ja nicht durch, ne? Ja, super. Geringe Energie. Ich habe ja hier kein Ding, wo